Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen beim Coaster Check. Ja, heute schauen wir uns an und zwar einen Coaster von alle Rassen aus, den er für Knork seinen WBP-Park gebaut hat. World Best Park. Ja, das ist so ein Community-Park, wo alle Leute was einschicken können und Knork das je nachdem in diesem Park dann verbaut. Wir schauen uns das heute mal hier an. Er sagte mir, ihr habt ja wahrscheinlich schon das Review von Benutzername, je nachdem schon gesehen. Gestern hat er ja den Coaster selber nochmal vorgestellt. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal ein bisschen an in Ruhe. Dann seht ihr das auch mal bei mir. Ja. So, Link natürlich zu diesem Coaster in der Videobeschreibung. Ja. Er hat auf jeden Fall sehr viel mit Auslösern und so weiter gearbeitet. Und es ist halt so, das Ding muss mal erstmal warm laufen. Ja, das lassen wir im Hintergrund gerade machen. Währenddessen schauen wir uns hier ein bisschen um. Er hat mit den Sci-Fi-Teilen hier gearbeitet, ohne Ende. Ja. Sieht richtig, also Sci-Fi-mäßig auf jeden Fall. Thorshammer haben wir hier. Oder die größte Ionenkanone der Republik. Für alle Star Wars Fans. Ja, auf jeden Fall. Sieht richtig schick aus. Also muss ich schon sagen, auch hier diese Feuerwürfel. Ja, Feuerigel. Das sieht hier so aus wie hier so die Motoren. Ne? Dung, 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 dung. Ja. Hier ist eine Startrampe für einen Shuttle. Okay. Auch eine coole Idee. Ja. Hier dann die großen Abwehrkanonen für diesen Bereich. Ja, hier die kleinen Kanönchen. Ja. Der große Generator. Hier ist das Schiff befestigt. Ja. Man sieht es auch. Eine Sekunde. So. Man sieht auch, das Schiff ist hier befestigt. Ist ja kein Problem. Das Ding wiegt ja nichts. Ne? Das Ding wiegt ja nun wirklich nichts. So, jetzt dürfte es sich so langsam eingesmoothed haben. Ja, hier dieses Überlatten, das sehen wir natürlich, ist automatisch. Ja, das macht das Spiel halt. Das hat das Spiel einfach ein Problem mit. Schauen uns das hier auch am Tage an. Also ihr habt so einen kleinen Sci-Fi-Bereich quasi komplett geliefert. Ja, inklusive ein Freefall-Bungee-Tower. Ja. So, dann haben wir hier hinten noch die Enterprise. Während der F-25-Coaster an uns vorbeikachelt. Ja. So, hier die Enterprise. Die können wir ja eigentlich mal aktivieren. Ne? Dann kann die eben. Kann die schon mal im Testmodus einfach laufen. Das sieht bestimmt auch cool aus, wenn das da aktiv ist. Ja, den Freefall Tower machen wir auch an. So, schauen wir mal, wie es hier so ist. Ah, hier wird fleißig gefeuert. Natürlich auch mit Rauchschwaden, die danach entstehen. Ja. Von der ganzen Power, die da abgefeuert wird. Hier Feuerwerk, Feuerwerk. Feuerwerk, Feuerwerk. Er hat nur nicht getroffen, ne? Ach ja, herrlich ist das. So. Rumgeflogen sind wir. Dann legen wir mal los. Ah, scheiße, ich hab jetzt. Shit. Ah, das ist einfach dieses Übliche, ne? So. Naja. Setzen uns mal so ein bisschen in die Mitte. Werden zum Launch gerollt. Und Abfahrt. Wow, wow, wow. Der erste Launch auf jeden Fall schön nach oben in die Hochkurve. So, jetzt kriegt man hier Inversion. Kriegt man hier auch geliefert. Das alles super smooth. Ja, hier schön wieder eine Hochkurve. Ja, sehr schön langgezogene Kurven. Für den Speed gespielt. Ja, das ist richtig schön. Das macht Spaß. Also mit dem Tempo hat er gespielt. Hier geht es knapp unter der anderen Bahn entlang. Mal kurz abgebremst und dann geht es ab in den zweiten Launch. Und dann geben wir nochmal richtig Gas hier. Ne? Richtig Vollgas. So muss das sein. Knapp unter uns fährt die andere Bahn entlang. So, schön in den Looping. Na, muss er jetzt gleich in den Looping gehen? Oder?
haben wir schon Looping. Schöne Inversion. Hier mal den Zwischen Trim Brake oder Blockbremse. Ich glaube, eine Blockbremse war es. Damit halt auch so viele Züge auf die Bahn passen. Ja. Ihr habt gesehen, grüne Bewertungen. Ja, sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Auch schöne Naheffekte. Schlussblockbremse. Ja. Und dann geht's ab in die Station. So, und ich sag einfach mal, ja, da es eh nur eine Nachtfahrt ist, fahrt ihr die nächste Runde ohne mich. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Da sind wir auch zurück in der Station. Licht geht wieder an. Jo. Also, was mir jetzt halt bei der zweiten Fahrt auch mal aufgefallen ist, und zwar diese Kurve hier, die wirkt noch ein bisschen unrund. Ne? Da kannst du noch mal so ein bisschen nachsmoothen. So, wir schauen uns aber jetzt auch mal komplett die Werte an. Dazu gehen wir mal drauf, testen, Heatmaps, so möchte ich gerne mal die lateralen G-Kräfte sehen, vorherige Laufdaten, wo die Probleme denn sind, wo wir denn da rüber gehen. So, also, ja, das habe ich auch gemerkt, hier ist dann so, fehlt die Schräge, ne? Hier fehlt noch ein bisschen so ja, die Schräglage. So, und hier ist auch, kann man noch ein bisschen was machen. So. Also ein bisschen leichter, ein bisschen stärker in die Kurve gelegt. Und hier ist dann halt ja, der Casus Cagnus, wo es am meisten gibt. So. An der Stelle. Aber, schau mal einfach jetzt vertikal. So. Das ist alles im grünen, mehr als im grünen Bereich. Schauen wir mal auf den Spaß. Ja, ja, diese Kurven machen 28 im Planet Coaster nicht so viel Spaß, ja, im Spiel. Ich finde die aber geil. Ja. Da ist hier natürlich diese Blockbremse, dann macht das wieder mal keinen Spaß. Ist natürlich auch relativ von der Position eine Blockbremse. Ich hätte da oben eher eine Trim Brake. Das ist
oder eine höhere Freigabegeschwindigkeit, weil du wirst hier oben sehr stark abgebremst. Und dadurch verlierst du wahrscheinlich auch die Airtime, ne? Wenn ich jetzt mal hier hingucke. Jo. Du könntest in Airtime kommen, kommst hier aber nicht. Da könnte man auch Airtime rausholen an der Stelle. Zumindest, was würde mir dann auffallen? So. Aber wir sind ja schon bei 3x Airtime, 0,9 Sekunden, 1922 Meter, 142,5 Sekunden Fahrzeit. Ja, da ist also schon ganz schön was gebacken. Ja. Nervenkitzel haben wir. Hier mal eine Stelle, wo man ein bisschen mehr ist. Hier oben ist natürlich, geht dann alles flöten. Bei dem Broker, bei den Brakes. Da geht dann natürlich so richtig flöten. So, Übelkeit. Ja, ist hier, das sind zwei Stellen, wo es ein bisschen höher ist. So. Gehkräfte vorwärts. So. Muss ich jetzt nichts zu sagen. Also wie gesagt, mir gefällt's. Ja, ich finde, das ist eine gute Bahn. Könnt ihr euch so auch in eurem Park stellen. Ihr müsst ja nicht den Namen übernehmen. Ne? Da könnt ihr auch was anderes hinschreiben. Den ARA 2000 oder sonst was. Ja, Typ, Modell, ARA 2000. So. Ich bin mal gerade so frei. Weil mir das jetzt schon aufgefallen ist, hier fehlt ein bisschen die Bodenplatte. Oh. So. Ich bin immer wieder am Ärger, meinen Kollegen, ne? So ein bisschen muss er das ja abhaben. Er weiß ja, von wem er kommt. So. Auch schön der Boden zu, dann passt das. Ne? Dann sieht das auch wieder ein bisschen besser aus. Ne? Also, Kollege, auf die kleinen Details musst du auch achten. Ne? Ja, das wollen deine Gäste ja haben. Wo führt denn das Rohr hier hin? Ne? Frage ich mich mal. Ja? Wo soll das Rohr hier hinführen? Oder was? Es geht von da nach da. Das ist einfach ein Lüftungsrohr oder was? Oh, okay. Wie wird das denn festgehalten hier? Oh. Hier ist kein Träger. Mein Gott, also wirklich, ich muss mal drauf aufpassen. Also das Ding. Also so lange hält das Ding jetzt auch nicht in der Luft, ne? Mit Siemens Lufthaken oder was? Kannst du mir erzählen, was du willst. Siemens Lufthaken gilt nicht. Hätte das ja dann wenigstens das Rohr hier irgendwie so unten drum. Unter dem Weg durch hier in das andere Rohr reingeleitet, dann wäre das vielleicht am angeschlossen. Ne? Das würde mir fehlen. So. Jetzt machen wir mal extra auf 22 Uhr. Und setzen uns einfach mal rein. So. Setzen uns einfach mal rein. Oh. Wir wollen ein bisschen Spaß haben, ne? Während ich am Quatschen bin, werden wir dann nach oben fahren. Und dann geht's los hier, ne? Schön mit dem Freefall Tower. Ein bisschen rumspielen. Ein bisschen umschauen. Mein Kollege ist wieder mal weiß, ne? Der ist schon wieder bleich geworden. Ja, also weit hoch geht es. Weit hoch. Höher als die Achterbahn. Ist auch mal was, ne? Ach Leute, so ist das nun mal. Ja, freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Coaster Check. Ja, wir sind dann auch quasi durch, ne? Ich habe jetzt auch nichts großartig zu erzählen. Die Enterprise ist gerade im Wechselmodus. Oh. Die Bahn ist schön, Bahn ist smooth.
es gibt hier noch so zwei, drei Stellen, wo ich sagen würde, ja, vor allen Dingen hier, ein bisschen das nochmal ein bisschen nachsmoven oder ein bisschen dann, ja, ein bisschen höheren Winkel. Ja. Kann ja ruhig ein bisschen höherer Winkel sein. Hast ja den Speed und alles und dann soll es auch, soll man es auch spüren. Und die andere Sache ist ja die, ich weiß, du möchtest viele Züge auf der Strecke haben. Ja. Aber ich hätte das nicht in einen Airtime-Hügel, hätte ich nicht so die Bremse eingebaut. Ja. Also würde ich. Obwohl, der kommt da nicht gerade wirklich hohen Speed da hoch, ne? Ja, aber hier hätte man einen schönen Airtime-Hügel draus machen können. Naja. Ist ja seine Entscheidung. Ist ja jedes Mal die Entscheidung von demjenigen, der es baut. Ne? Der entscheidet, wie er es haben möchte. So, an dieser Stelle sage ich einfach mal, bis demnächst, euer Hannibal. Ciao!